Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, herzlich willkommen zurück, ne? Also, irgendwo zum letzten Mal. Der Name hatte sich nicht umgeändert, aber bei dem Baum, wo man die Monster entwickeln kann, kann man die Namen umändern. Und das habe ich eben kurz gemacht, weil mich das einfach aufgeregt hatte, bis der Name auf einmal weg war. Ich habe ein paar Monster weggegeben, darunter die ganzen Schleime. Habe auch ein paar Eier weggegeben. Xeno habe ich ja weggegeben. Ich hab, ja, wenn ich die Katze nochmal kriege, dann wird das der neue Xeno. Ich mache das jetzt so, die beiden Monster hole ich raus. Lass die erstmal so, wie sie heißen. Und benenne sie später um. Je nachdem, wen sie ersetzen können. Mal gucken, was deren Ausreiz... Oh, ich kann auf den reiten. Lol. Okay. Du kannst ja schon mal der neue Hoden gleich werden. Was kann die Schnecke? Aktiviert Erdorbs, haben den neuen Sherpa. Aber interessant, ich habe jetzt jemanden zum Reiten, dann bin ich ein bisschen schneller. Okay, hier ist dieser See, der zugefroren werden muss. Hey, vorsichtig, nicht zu dicht ans Wasser, du könntest hineinfallen. Ich muss dir hoffentlich nicht sagen, dass es tödlich enden kann, im eiskalten Wasser zu baden. Seitdem, man hat wirklich sehr warme Kleidung an, wonach deine nicht aussieht. Wenn du den gefrorenen See erkunden willst, solltest du einen Schutz gegen die Kälte besorgen. Ich habe von einer legendären Schneiderin gehört, die ich mir Kleidung für einen beliebig langen Aufenthalt im Eiswasser ausstatten kann. Kleidung, die meines Wissens aus Tierfell und Magma-Raupenseide hergestellt wird. Es ist nur dann möglich, wenn der Vollmond die Bergspitze erstrahlen lässt. Sollte nicht unerwähnt lassen, dass sie in der Nähe des Gipfels des östlichen Bergs des Schneegipfel lebt. Der leichteste Weg dorthin... Ah ja, einfach hochklettern. Okay, ich hatte übrigens nur rein zufällig gefunden, dass hier so ein Stein ist zum Teleportieren. Warte mal, ich gehe mal eben kurz hier neu benennen. So Leute, ich bin jetzt wieder hier. Ich habe das Team ein bisschen angepasst. Ich habe die beiden hier auch schon geskillt und ich muss sagen, Hoden, du gefällst mir immer mehr und mehr. Weil, und das werdet ihr jetzt auch abfeiern, der ist eine richtige Goldmaschine, wenn der am Kampf teilgenommen hat. Also, ich sollte den mal im Kampf verwenden, weil dann kriege ich verdammt viel Geld. Und er kann auch richtig gut Schilde machen. Außerdem kann er auch richtig gut mit dem Schaden ausrasten. Er ist einfach nur krank. Ich tausche den mal mit Cypher aus. Und lasse ihn jetzt einfach mal am nächsten Kampf teilnehmen. Und ich zeige euch auch natürlich... wie viel der am Ende dabei rausholt. Jetzt muss ich aber Yannick erstmal hier wiederbeleben 2. Die wiederbeleben Techniken, die will ich wirklich nach Möglichkeit sofort aufbessern. Ach ja, und Xeno ist jetzt die neue Katze. Und Sherpa ist halt jetzt eine Schnecke. Massengegengift. Also wir wissen ja, dass wir jetzt den ganzen Berg hochklettern müssen. Also wir sehen uns an der Stelle, wo ich letztes Mal aufgehört habe. So, hier habe ich letztes Mal ja aufgehört. So, hier waren noch ein paar Gegner, die habe ich eben kurz platt gemacht. Ich habe jetzt nicht ganz genau drauf geachtet, aber ich kann ja mal so einen Screenshot einblenden, wie viel der jetzt gemacht hat, der Kampf an Geld. Ich will erst hier rechts lang gehen. Ich soll ja auf der Spitze die Frau treffen. Und die ist offenbar hier. Boah, ist das eine ewig lange Brücke. Boah, die Brücke war echt lang. Und hier wird das ja schon wieder ein Jump'n'Run-Kurs. Soll ich hier oben überhaupt lang? Ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Aber da ist ein Schatz für mich. Eine Schriftrolle.
Wenigstens baue ich da oben neu. Oh, ist das ein Minotaurus? Ein Mega Tower. So, jetzt benutze ich ihn mal nicht. Der ist im Kampf nicht so stark, aber der macht halt einen übelsten Geldboost. So, Zip ist natürlich dabei. Ich brauche Feuer und Wasser. Ja, dann kommt Pal noch dazu. Weil ich hauptsächlich Feuer brauche. So. Beschleunige erstmal für die erste Runde alle. So, jetzt darfst du den Säuresturm machen. Wegen Rüstungsbruch. Direkt auf alle. Nice. Und die Katze will ich als erstes loswerden, weil sie heilen kann. Und je nachdem, wie stark sie ist, kann sie die anderen sogar wiederbeleben. Also die muss weg. Der Edelsteinregen ist tatsächlich nicht so stark. Den habe ich schon ausgetestet. Der macht echt kaum Schaden. Der Lavasturm aber, den ihr das letzte Mal nicht gesehen habt, der ist mega stark. Glaub mir, der ist OP. Also der macht übelst Schaden. So, jetzt hat er noch Frost drauf. Und jetzt kann ich ihn euch mal zeigen. Ja, der macht richtig gut Schaden. Natürlich wird er erstmal geheilt. Pal verreckt mir hier gerade. Ich heil Pal mal. Ich habe mir extra Tränke gekauft. Ohne Ende. So, den Säuresturm mal wieder. Und Lavasturm. Weg mit dir. Ja, und jetzt ist es nur ein altbekannter Kampf. Der dauert aber wahrscheinlich eh nicht lang. So, mit Eissperre wäre die Katze tot. Ich mache erstmal Säuresturm. Weil das wieder die Kombo stark hochhaut bei Zip. Zip ist halt einfach der Kombo-König. Lavasturm bringt die Katze auch um. Verbrennen! Na gut, die hat ja auch keine Abwehr dagegen. So, wir ein Juwel. Ich kann ja auch in der Nachbearbeitung gucken, wie viel das jetzt gebracht hat. Im Übrigen, ich habe ja noch so einen Skilltrank. Wie kann ich ihm das eigentlich geben? Zip kriegt auf jeden Fall einen und Yannick. Kann ich die Dinger auch mal verwerten. So, Säureregen, damit du die Technik einfach hast. Und Zip. Bei dir ist es immer so schwer, was auszusuchen. Ich könnte dir einen zweiten Feuersturm geben, dann hättest du so eine hohe Kombo. Allein den Säuresturm 2 würde ich dir auch so gern geben. Weil ich den momentan richtig gut gebrauchen kann. Alter, wenn er doppelt jede Attacke trifft. Das wird übelst krank vom Schaden her. Okay, das muss sie sein. Die Schneiderin. Oh, was für eine Überraschung. Ein Besucher. Hallo, such dir ein warmes Plätzchen am Feuer. Ich mach dir eine Tasse Tee. Oh, ich habe eine noch bessere Idee. Du bist zu mir gekommen, weil du im eisigen Wasser schwimmen willst, nicht wahr? Du könntest wohl auch in einem See schwimmen, dessen Wasser dir nicht die Knochen einführt. Aber ich sehe schon, du gehörst zu der Sturensorte. Ich werde nicht so dumm sein, mit einem Besserwitter, der noch grün hinter den Ohren ist, zu diskutieren. Ich mache dir warme Unterwäsche, ja? Glaub mir, die wird dich selbst am Boden des gefrorenen Sees noch warm halten. Was du gehört hast, stimmt. Ich mache sie aus Tierfell und Magma-Raupenseife. Aber ich kann warme Unterwäsche auch herstellen, wenn gerade kein Vollmond ist. Bring mir nur etwas Rotfell, ja? Du kannst von den zutraulichen Megatauchen draußen bekommen. Oder vielleicht wäre dir ein anderes Fell lieber.
Wenn mir einfach irgendein Rufe, egal von welchem Monster, ich krieg das schon hin. Vielleicht sogar findest du sogar Rufe, das irgendwo herumliegt. Es gibt so viele Schatztruhen in der Gegend. Viel Glück. Niemand zu kalt wird, wartet hier immer ein warmes Feuer auf dich. Habe ich Rufe? Im Kampf, Herstellungsmaterial, ich habe Wolle, aber ich habe definitiv keinen Zwei. Ach so, mir fällt gerade ein. Ausrüstung. Du gehst hauptsächlich auf Angriff. Die Schurken sollte ich vielleicht jemanden geben. Du machst gut Angriff hoch. Du hast extreme Mana-Probleme, das weiß ich jetzt schon. Also, Filter, Mana. Du kriegst hauptsächlich Sachen, die Mana hochhauen. Und jetzt kriegst du noch was für den Angriff. So. Filtern tun will ich natürlich auch nochmal eben kurz. Mana. Ja, du kriegst noch eine Mango und einen Apfel. So. Also Rohfell müssen wir finden. Hier können wir ja nur runterfallen. Und die Minotauren muss ich besiegen. Also bis gleich. Und schon sind sie tot. Ich habe wieder keinen Rohfell gekriegt. Aber Pile hat ein Level up. Was gebe ich dir denn? Eine bessere Version von Entzünden könnte eigentlich Zip gebrauchen. Ich könnte deine Heilfähigkeit ein bisschen stärker machen. Okay. Ich könnte einen besseren Sturm holen. Das ist eine Fähigkeit, die ich nebenbei einsetzen muss. Ich hole mal die heilende Welle, damit die Heilfähigkeit einfach besser ist. Okay, ich muss da links erst einen Elektroorb aktivieren. Hier habe ich ja Glück und hier ist das Feld drin. Nee, hier ist eine Erdbeere. Hier geht's runter. Da ist natürlich einfach gemeinerweise natürlich, wie denn auch sonst, ein Stachelfeld gewesen. Ein Level-Up-Zeichen. Kann das irgendwer gebrauchen zurzeit? Nur Hoden. Ich behalte es erstmal. Bevor ich hier jetzt den ganzen Weg runterjumpe, will ich erstmal gucken, was da links ist. Wenn ich jetzt hier runtergehe. Ich komme ja auch easy wieder hoch. Da wahrscheinlich eher weniger. Zweimal Wolle. Ach, jetzt erinnere ich mich. Wenn ich jetzt hier runterfalle, dann habe ich hier doch die Abkürzung, oder nicht? Nein, da war eine Kiste. Aber ich kann hier, glaube ich, wieder hoch. Würde ich nicht komplett reinscheißen. Oh, und die Kiste, die ist ja richtig mies. Okay, ich versuche mich erst an der oben. Okay, die war leicht. Ein Level-Up-Zeichen. Jetzt kommt die schwierige. Warte mal. Wie komme ich hier jetzt wieder raus? Oh, ich habe es geschafft.
Okay, auf der Seite ist damit dann jetzt eigentlich nichts mehr. Aber ich kann ja von der Karte ja mal wirklich gucken. Eigentlich müsste ich jetzt wirklich daraus kommen, wo dieser eine Weg war. Ja. Jetzt habe ich hier offen. Jetzt habe ich eine Abkürzung. Okay, dann springen wir mal auf der anderen Seite runter. Und hui! Und da sind wieder Gegner. So, der ist auch besiegt. Der Gegner. Kein Level Up. Okay, hier muss ich fliegen. Erstmal gucken. Ich komme hier höchstwahrscheinlich auch wieder hoch. Eine Mandel. Eisen. Diese Wände, also diese Wege, wo ich halt so runterfallen muss, die finde ich schon ein bisschen gemein. Oh, von da links müsste ich auch noch irgendeinen Schalter aktivieren. Kann ich ja gleich machen. Okay, ohne die warme Unterwäsche komme ich an diese Kiste da nicht dran. Und hier müsste ich erst einmal durch die Wand. Ja, ohne warme Unterwäsche komme ich da nicht lang. Ich wüsste noch einen Bereich, wo ich hin könnte. Da sehen wir uns gleich. So, ich bin jetzt übrigens bei der Kiste einmal kurz nach rechts gegangen. Beziehungsweise habe ich versucht, die Wand anzubrechen. Und es ging. Und da habe ich diesen Bereich hier gefunden. Ach du Kacke, ist das fies. Okay, da hinten springen und direkt die Schnecke benutzen. Ah ne, nicht die Schnecke. Den hier. Das zählte nicht. Ist doch Eis, oder nicht? Oder ist das Wasser? Ich glaube, das ist Wasser. Und nicht Eis. Deswegen kann ich es auch nicht öffnen. Okay, und was ist da ganz oben? Noch eine Kiste. Rufel! Okay, ich habe es endlich. Hier öffnen, damit es einfach offen ist. Und dann kletter ich jetzt nochmal zu der wieder hoch. Hallo, wie läuft's? Du hast Rufel gefunden und jetzt soll ich dir warme Unterwäsche machen, ja? Okay, einen Moment. Alles klar. Ich hoffe, sie gefällt dir. Ich habe mir viel Mühe gegeben. Extra für dich. Ja, jetzt können wir endlich im kalten Wasser schwimmen. Ja, ich bleib nicht. Ich bin direkt wieder weg. Okay, wir gehen jetzt erst nach da unten und dann will ich noch den Rest vom Berg erkunden. Ja, Leute. Ja, bin im Wasser, ne? Eine Kristallkugel für mich. Mir fällt übrigens noch was ein. Ausrüstung. Shuriken. So, und jetzt mach dich nützlich, Katze. Okay, das habe ich geschafft. Habe ich es jetzt hinbekommen? Ja. Krallen und Möhre. Jetzt habe ich wieder darüber. Schön, dass einem diese Helligkeit gar nicht wirklich was bringt. Okay, Leute, ich würde sagen, damit war es das für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und damit sage ich Tschüss.